Hallo, da bin ich wieder. Kurze Sache. Ich bin hier auf Attika, ganz genau genommen auf Salamis, wegen dem angeblichen Fundort der Feder. Und ich war jetzt hier, da hat sich reingeschaut und hat gesagt, scheinbar hat jemand dieselbe Idee wie ich. Und dann hat er auf einmal mit mir gesprochen, die Götter haben uns verlassen. Und dann reden wir mal mit dem Hüter. Wir sind verloren. Die Götter werden uns sicher verfluchen. So schlimm kann es nicht sein. Oh, es ist furchtbar. Sag mir, was passiert ist. Der Leuchtturm wurde von Banditen geplündert. Den Schrecken des Kyknos. Ich fürchte, sie wollen zum mykenischen Grab von Ajas. Ich kümmere mich um sie. Oh nein, es sind viel zu viele. Sie rechnen nicht damit, dass ihnen jemand folgt. Ich schleiche mich an und überrasche sie. Beschaffe Ajas goldene Feder von den Banditen. Wenn ihr euch noch erinnert, das war noch eine Aufgabe von Xenia. Ich habe halt gerade so umgeguckt, habe ich auf Kiosk gedacht, das ist das Richtige. Ist es scheinbar nicht gewesen. Und dann habe ich so gedacht, überall geguckt. Aber was ich ein bisschen komisch fand, war, auf der Karte steht noch eine ganz, ganz kleine Insel so unten rechts. Aber hier ist keine kleine, ganz, ganz kleine Insel. Ich habe trotzdem nochmal geguckt und da ist er. So. Oh. Nimm schon. So. Oh. Aber nichts bekommen. Toll, danke. Danke für nichts. Ne, zittert nicht mehr. Okay. So. Habe ich das richtig gesehen? Scheinbar ja. Okay. Also, da ist jetzt Daphne. Zu der gehen wir jetzt auf alle Fälle auch mal hin. Und bringen die ganzen Fälle und schauen mal, wie es weitergeht. Pfeile herstellen. Ja, ich muss doch daran denken, dass ich hier Pfeile herstelle. Weil diese wöchentliche Aufgabe ist halt, dass ich 30 Spartiaten mit Gift umbringen soll und damit nehme ich halt die ganzen Giftpfeile. Auch noch eine Sache, die ich sagen wollte. Es gibt diese Sätze mit diese legendären Rüstungssätze. Da habe ich jetzt einfach mal alle legendären Rüstungen, die ich habe, aufgenommen. Und dann sind zwei Achievements reingepuzzelt. Einmal modisch Intellekt oder irgendwie sowas. Und ich bin eine Legende. Oh. Das war ich nicht. So. Um die Zähne habe ich mich jetzt auch gekümmert. Also um die Fangzähne. Es ging eigentlich schneller, als ich gedacht habe. Manchmal ist Phobos einfach so bescheuert. Toll.
Hallo? Hoch. Hoch. Was an hoch verstehst du nicht? Jetzt bin ich mal gespannt. Ich sehe schon jetzt schon, wir kriegen 25 EP oder irgendwie sowas, oder 36. Bring die Fälle zu Daphne. Und du bringst mir Geschenke. Das sollten alle Fälle sein. Ja. Doch die Prüfung ist noch nicht vorüber. Wie meinst du das? Du hast dich in den Augen der Artemis als mächtige Jägerin bewiesen. Aber es bleibt noch eine Kreatur, die du besiegen musst. Dieses Tier ist keine einfache Beute. Triff mich und meine Schwestern auf der Klippe, die das Dorf überblickt. Warte, warum so geheimnisvoll? Weil es so viel mehr Spaß macht. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Werde ich jetzt eine Tochter der Artemis oder was? Jetzt kommt's. Ja, wir müssen noch überlegen. Du hast zwar die riesig besten Kreaturen, die Todespfeiler. Du kannst jetzt diese neuen Pfeiler herstellen, indem du. Oh. 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 Alter. Jo, jetzt prasseln die ganzen. Alter. Karnwolf. Das kann eine Weile dauern. 50% Schaden und 100% Gesundheit für gesamte Tiere. Haben wir es jetzt bald? Oh. Darf ich? Danke. Ich bin hier. Wirst du mir jetzt sagen, was hier los ist? Meine Schwestern, wie es das Gesetz vorsieht, das Artemis selbst festlegte, ist die Zeit meiner Prüfung gekommen. Ich präsentiere euch daher Cassandra. Oh. Oh. Ihre Prüfung ist wohl jetzt, dass sie gegen die beste Jägerin antritt. Gegen uns. Hades, was geht hier vor sich? Es ist alles gut. Hab keine Furcht. Genug mit Geheimnissen. Ich will die Wahrheit. Artemis schickt für jede Generation ihre Boten in die Wildnis. Kreaturen sind das Zeichen für ihre Töchter, dass ein Herausforderer sie erwartet. Einer, der sie führen wird. Führen? Was soll das bedeuten? Besiege mich in einem Kampf auf Leben und Tod und werde zur Anführerin der Töchter der Artemis. Lehne ab und du wirst zu einem Niemand für uns, wie zuvor. Anführerin? Ja. Töte mich und die Töchter der Artemis werden deine Verbündeten sein. Die Götter brachten uns für diesen Moment zusammen. Wofür du dich auch entscheidest, es gibt kein Zurück. Ich weiß, dass es ein Achievement dafür gibt, wenn ich gegen sie kämpfe. Und ich werde einen Scheiß tun und mich gegen die Töchter der Artemis stellen, weil die sind verdammt gut. Also... Du, Daphne. Wer bin ich, dem Willen der Götter zu trotzen? Artemis, mein Schicksal liegt in deiner Hand. Bringen wir es hinter uns! Bitte,
Sorge für meine Schwestern. Auch wenn wir stritten, ich muss wissen, dass sie sicher sind. Ich werde versuchen, deinem Erbe gerecht zu werden. Möge Artemis dich leiden. Trophäe erhalten, Jagdschein, Artemis ansehen. Töchter der Artemis. Schön. Und warum nicht schön? So. Los Piratas Schiffers. Wo ist hier der nächstbeste Hafen? Ich glaube da. Dann holen wir uns das Piratenschiff auch im Schnellen. Dann räumen wir jetzt einfach mal die ganze Map um. Eine Sache, wo ich euch noch vorwarnen muss. Auf Kurs habe ich ein oder zwei Fragezeichen noch nicht gemacht. Die werde ich dann wahrscheinlich noch im Schnellen zum Let's Play machen. Also wenn ich es richtig verstanden habe, dürfte eigentlich bei den Töchtern der Artemis, wenn ich da irgendwie im Dorf oder so bin, dürfte mich nicht angreifen, wenn ich es richtig verstanden habe. Zack. Ich hoffe, es ist so. Alter Haudigen. Noch eine Sache, die ich gucken wollte. Oh, Kopis der Pandora. Boah. Auf alle Fälle Pandora, jo. Hier. Goldene Feder des Ajas. Eine prächtige goldene Feder, die angeblich in jeden Ochsenlederschild gewoben war, den Ajas, der Sohn des Telamon, trug. Laut einer Geschichte soll er sie Zeus ausgerissen haben, als dieser die Form eines Adlers hatte. Doch wer weiß das schon genau? Werden wir schon sehen. Ach ja, wegen dem hier. Ich habe wirklich eine halbe oder dreiviertel Stunde danach gesucht. Ich habe nichts gefunden. Nichts. Ich guck wahrscheinlich morgen nochmal nach. Aber ich habe jetzt echt keinen Bock drauf mehr. Artemis. 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 Achso, ich habe sowieso 50% mehr Schaden, oder? Artemis. Artemis. Fähigkeiten. Was mache ich als nächstes? Ist eigentlich egal, ich benutze es eh nicht. Ja komm, ich habe hier angefangen, mache ich hier weiter. Schiff. Töchter der Artemis. Artemis, die Töchter von Zeus, Leto. Und Leto war die Göttin der Keuschheit, der Jagd, der Natur und des Mondes. Ihre Anhänger betrachten sich als Hüter der natürlichen Welt und verteidigen diese unerbitterlich. Ich nehme die jetzt einfach mal. Ich falle immer wieder drauf rein. So. Ah, da haben wir sie jetzt. Sfidi Messai, o chi sa galete in barazza.
So ein Schiff ist das. Oh. Oh. Das wird nicht Spaß. Entern. Und hoch da. War knapp. Hekates Gunst. Schiffsdesign. Cool. So. 40 Reichhalkos Herz. 32.750 EP. So.
So. Yo. Geil. So. Puh. Erstmal. Was Besseres haben wir, glaube ich, nicht bekommen, oder? Nö. Aber hier. Todesfall. Todesfälle klingen schneller, dringen tiefer ein und fügen mehr Schaden zu. So. Schön. Okay. Okay. Schiff. Hekates Gunst. Durch ihre Größe, Durchschlagskraft und faktisch Unzerstörbarkeit war die Hekates Gunst mehr eine Festung als ein Schiff. Weniger gescheite Köpfe dichteten ihr gar einen stummen Rumpf aus Stein an. Oh Gott, die Augen. Oh Gott, ne. Dann nehme ich doch lieber die letzte Fähre. So. Ist jetzt einigermaßen überschaubar geworden. Genau, dann gehe ich zuerst mal. War das Chaos? Ja, es war Chaos. Dann gehe ich erstmal zu Xenia und gebe ihr die Feder. Und danach nach Kos. Wie gesagt, wegen den 2-3 Fragezeichen und weil da noch eine Nebenquest ist. Und ich habe leider auch schon gesehen, von wem. Weil der ist. Der oder diejenige ist in einer Festung. Die ich schon fertig gemacht habe. Worüber ich mich im Nachhinein ärgere. Naja. Bitte lad schneller, bitte. Schnarch. Geh doch. Ach da. Xenia. Hier ist deine olle Feder. Für die ich durch ganz Griechenland gereist bin. Und ich jetzt bestimmt nur irgendwie einen Kuss... Du kommst zurück wie der Wind. Hast du Ayas goldene Feder für mich? Hier, eine goldene Adlerfeder, wie bestellt. Ach, was für ein hübsches, hübsches Ding. Schön, dass du zufrieden bist. Und, die Bezahlung? Beruhige dich. Hier, für deinen Aufwand. Danke. Was? Du warst flink wie der Westwind und hast mir meine goldene Adlerfeder gebracht. Nun hol mir eine weitere Kostbarkeit. Oh Gott. Klar, ich bin zu allem bereit, wonach dir der Sinn steht. Ein reicher Händler aus Makedonien besucht verschiedene Heiligtümer in der ganzen Ägäis. Oh Gott. Und am heiligsten von ihnen will er ein großes Opfer darbringen. Oh oh. Oh, was will er den Göttern opfern? Und wieso? Der Grund ist unwichtig. Vielleicht will er, dass die Götter sein Geld vermehren. Oder sein Ding härter machen. Aber das Opfer soll ein prächtiges goldenes Armband sein. So schön wie Aphrodite selbst. Und so kunstfertig, als hätte es Hephaistos persönlich hergestellt. An meinem Handgelenk macht es sich besser als auf einem Altar. Wie weit muss ich reisen, um diese heiligen Orte zu finden?
Eine aus meiner treuen Mannschaft, Anaximander, hat Karten dieser Orte für dich angefertigt. Er ist sehr geschickt bei sowas. Oh, nee. Werden diese Heiligtümer bewacht? Wahrscheinlich nicht, aber es besteht die Gefahr, dass du die Götter verärgerst und sie dir zum Feind machst. Falls dir so etwas nicht gleichgültig ist. Ja. Das reicht mir fürs Erste. Ich werde nach diesem Armband Ausschau halten. Toll. Nicht schlecht. Aber ich glaube, das ist nicht das, wonach Xenia sucht. Sehr hübsch, aber nicht das, was Xenia will. Was? Warum? Sag bitte nicht, dass das gleiche wie mit diesem... Ach, geil. Heiligen Städte. Dann schaue ich mal. Mist, jetzt habe ich das Bild vergessen. Scheiße. So ein komischer Kopf da unten abhängt. Könnte es das sein? So ein Kopf da abhängt. Nee. Das hier. Kann ich mal so weit weg? Na ja, komm. Alle guten Dinge sind zwei. Beziehungsweise es wird wahrscheinlich noch was Drittes kommen. Das sehe ich jetzt schon. Ist doch super. Wie das gerade war. Ganz hübsch, aber nicht das, was Xenia sucht. Ganz hübsch, aber nicht das, was Xenia sucht. So. Na, die was? Sind jetzt nur Mädels drauf. Los, hol dir eine. So. Ich hoffe, das ist es. Barnabas? Herodotos? Leute? Was sind denn? Okay. Woher willst du das wissen? Du bist gerade erst gekommen.
Ich hoffe wirklich, dass es ist. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Das muss der Ort von dieser Karte sein. Da fliegt ihm gleich der Bock weg. Ich glaube, ich weiß, wer ihn hat. Oder auch nicht. Wer das opfern möchte, würde ich sagen, das ist eigentlich hier. Das ist gelaufen so. Ja. Blütenblätter. Sie haben wohl das Opferkästchen eingerahmt. Der Deckel des Opferkästchens. Diese Bänder verschlossen das Kästchen. Hier fehlt ein Opferkästchen. Hui. Jemand warf das Kästchen hierher, doch es ist leer. Vielleicht hat eins dieser Paare etwas gesehen. Das spielt keine Rolle. Du hast es den Göttern gestohlen. Hast du eine Vorstellung, wie viel es wert war? Was es wert war? Was soll ein göttlicher Fluch schon wert sein? Sei doch nicht so verdammt abergläubisch. Das Armband war unbezahlbar. Hey. Du denkst immer nur ans Geld. Was ist mit meinen Gefühlen? Hey. Ich wollte dich beeindrucken. Du wolltest mir an die Wäsche, meinst du? Hey. Was willst du denn?
Wer von euch Tölpeln hat das Armband aus dem Schrein genommen? Bei Poseidon, sie weiß es. Halt den Mund. Sie weiß überhaupt nichts. Wie könnte sie auch? Vielleicht, weil jeder Ziegenhirte in der Gegend euch streiten gehört hat? Gebt mir das Armband. Du machst mir keine Angst. Los! Ich warf es von der Klippe, hinein ins Meer. Na, Lacker. Dann muss ich wohl schwimmen gehen. Yay. Makedonisches Armband. Toll, jetzt wieder zurück. Oh Gott. Und bitte lass es das gewesen sein. Bitte nicht noch drittes Ding. Darauf habe ich jetzt wirklich keine Lust. Nee. Das muss es nicht sein. Ich weiß nicht, was ich da so mache.